Oh, das war ich nicht. So, hallo und herzlich willkommen zu Feed the Beast. Sota wurde gerade gefüttert, wie es auch schon. Sie hat sich selber gefüttert. Feed the Beast, passt doch. Gut, ja. Guten Tag zusammen. Willkommen zurück. Nom nom nom. Duplo. Nom nom. Garten hat was zu erzählen. Das war eine plumpe Überleitung. Da gehe ich aus dem Haus raus. Okay. So. Irgendwo hin, wo es schön ist. Wo ich mehr Frames habe. genau, ich habe was zu erzählen. Ich mache einen kleinen Spaziergang und erzähle dabei. Und ich hänge. Genau, Blocks hängt. Ich habe mir was überlegt, nämlich, dass wir... Ich habe mir was überlegt. Ja, ich hatte Ideen. Okay, wenn Lox Ideen hat, dann ist es immer nicht was Gutes, aber gut. Ich hatte Ideen. Und diese Idee war, euch mit einzubinden hier in dieses Let's Play. Heißt, dass wir ab und zu, vielleicht nicht jetzt jede Aufnahme, aber ab und zu mal einen von euch mit hier reinnehmen. Hier mitmachen zu können, dürfen, wie auch immer, schreibt ihr mir eine Bewerbung. E-Mail-Adresse werde ich einblenden. Oder in die Beschreibung packen oder beides. Dort schreibt ihr mir, warum ihr, also nein, eher was ihr mit uns hier machen wollt. Also vielleicht wollt ihr irgendwas Besonderes bauen oder was verbessern, was bestimmt auch sein kann. oder wenn ihr irgendwas mit uns quatschen wollt, dann können wir das auch machen. Also dann aber auch das Thema schreiben. Genau, und das eben an diese E-Mail-Adresse. Und ja, dann werde ich mit euch, also dann werde ich mir da jemanden aussuchen, ein kleines Gespräch auch per TS führen, weil die Soundqualität muss auch einigermaßen passen, weil ich mag nicht jemanden haben, der mir alles, richtig, der mir alles voll rauscht. Tut mir leid, ist nun mal so. Wir legen Wert auf Qualität. Richtig. Ja. Wir haben einen gewissen Standard erreicht. Ja, jetzt geht's los. genau. ja genau, dann schreibt uns eine E-Mail, also mir besser gesagt, weil ich, das geht dann alles an mich. Ich suche einen aus und ich kontaktiere euch dann, wenn es dann soweit ist. Genau, also viel Spaß beim Bewerbungen schreiben. Wollt ihr noch was dazu sagen? Irgendwelche Einschränkungen, die euch spontan einfallen? Nein, okay. Ich bleib hier hinten, hier habe ich über 30 Frames. Okay, ich komme schon zurück. Was wollte ich jetzt nochmal? Ich hätte die Portal Gun mitnehmen sollen. Huch, was ist das? Achso, ein Pillar. Ich war jetzt so frei, mir aus dem Netz die Programme zu holen. Für meinen Cheater. Ja. Oh mein Gott. Für meinen Portal-Computer hier. Das Problem ist nur, ich Depp hab die Programme vertauscht. Also ich habe das, was eigentlich in den Turtle gehört, in den Computer gespielt. Darum muss ich das jetzt hier schnell tauschen. Mensch, jetzt holst du es schon aus dem Netz und dann machst du es auch noch falsch. Das sind mir die Liebsten. Genau. So, wie war das jetzt? Gib mir mal, ich glaube, Copy, ja? Books auf Disk. Hui. Books. Auch Emeralds. Disk. Ach, verdammt. Ah, okay. Was anderes. Wo ist eigentlich die Axt hin? Hatchet! Ja? Verdammte Axt. Die hab ich doch gerade wieder an die Wand gehangen. Das war bloß für die allgemeine Frage. Ich bin irgendwo gerade gestolpert. Da ist sie. Weil ich muss Dinge abreißen. Whee. Dong. Ach scheiße, wie ging das denn bei dem... Wie ging das bei dem Turtle? Jetzt gibt den Zaun wieder her. Ich glaube, es hackt. Glas. Nicht gedacht. Ey, bleibst du da? Hatte hier ein springendes Buch? Ein springendes Buch? Das ist ein Eigenleben. Bestimmt aus Harry Potter. Da gab es ja auch diese lebenden Bücher. Twilight Forest gibt's auch lebende Bücher. Oh mein Gott. Stimmt, genau, die greifen dich an. Okay. Das Monsterbuch der Monster. Oder wie das hieß.
dazu. An dieser Stelle kann ich ja noch was hinweisen. Ich war ja für ein paar Folgen bei den Crystal Splinters Gastauftritt. So da, Und ja, ihr könnt ja mal dann vorbeischauen, war ein paar lustige Runden. Scheiße. Was bitte? Scheiße. Scheiße. Aha. Menno. Okay, Lox mochte die Runden nicht, wie es ausschaut. Nee, ich hab. Gnar. Ich hab einen Kopffehler gemacht. Gnar. Darum scheiße. Gnar, okay. Genau, könnt ihr mal vorbeischauen, einen Gruß da lassen. Ein Gruß von Karten, könnt ihr ja noch in die Kommentare schreiben. Keine Ahnung, könnt ihr ja mal anschauen. Laufen immer noch, ich verlinke es auch immer wieder mal bei Facebook. Boah. Viel Spaß beim Gucken, wenn ihr denn lustig seid. Ist auch Feed the Beast Unleashed. Also, wollte ich noch sagen, ist doch ein anderes Modpack. Richtig, naja. So viel anders ist da auch nicht. Ich habe in der Zeit meine Smeltery gebaut, ich habe ein ME-System aufgebaut. Ja, du warst Sklave. Ihr wisst's. Ja. Sag mal so, ich hatte die Ahnung. Ja, ich hatte Baumfarm. Die Ahnung. Stimmt, Baumfarm. Stimmt, habe ich auch gebaut. Ah, scheiße. Alles ein Ja. Hast du dir die Folgen angeschaut? Die erste, per Zufall. Bin ich drauf gestoßen. Die erste per Zufall, das wolltest du eigentlich. Moment, das sind doch die Nervensägen aus dem TS. Schau ich da mal. Moment, ein Kahn? Oh, jetzt schaue ich erst recht mal rein. Mhm. Die Nervensägen aus dem TS. Das ist schön. Ich glaube, das wird dir nicht gefallen, wenn sie das hier sehen. Falls sie das hier sehen. Bitte nicht das Biest. Okay. So, jetzt brauche ich Strom. Und ein Ort, wo ich die Monsterfalle errichten kann. Okay, Moment, jetzt bin ich gerade verwirrt. Was war jetzt was? Was machst du denn? Er versucht, den Computer zu installieren. Okay, mit Betonung auf er versucht. Warum hat der... Was ich mich gerade frage ist, wenn das hier das Portal das ist das Turtle-Programm. Genau. Aber warum hat das Portal das Turtle-Programm hier ein peripheriell Rap drinne, obwohl es keinen Bildschirm benutzt? Der Befehl ist doch eigentlich nur dafür da. Das ist ein allgemein gehaltenes Programm. Um einen. Hä? Mhm. Okay, Lox ist überfragt. Lox ist verwirrt, wohl eher. Okay, Lox macht das jetzt einfach mal so. Mal gucken, ob es hinhaut. So. Exit. Huch. Okay. Ich habe irgendein komisches Lied gerade drin. Es geht mir tierisch auf den Geist. Ach verdammt, ich habe die... Musik vergessen. Out of you. Blöder Turtle. Gib mir okay, mal und erinnere mich daran, in der Aufnahmepause Soda lauter zu stellen, weil die ist mir irgendwie gerade zu leise. Gott, ich bin mal leise. Ja, das wundert mich auch gerade. Ich bin gerade schockiert. Ach, jetzt weiß ich, warum ich noch... Ach, genau, deswegen wollte ich die Schere haben. Och, Schere wieder. APIs, CD, Dance, Craft... Karten, warte mal, ich muss was testen. Ich bin hier. Was hast denn du da? Hilfe, hey, lass auf, lass mich los. Ach, geht's doch? Lass mich los. Das ist die Gravity Gun, oder? Für alle, die sich gerade fragen, Soto hat eine Gravity Gun gebaut. Weil ich gerade hier ein Viech frei... Ah, da ist es. Und ich dachte, ey, das habe ich in meinem Singleplayer jetzt ausprobiert und ich finde das toll. Komm her, Viech. Halt dich vor die Schere. Unglaublich. Es ist inspiriert aus Half-Life, oder wie? Ja, genau die ist das. Ah. Hey, da rein. So. Du, da rein und du auch da rein. Wo ist denn das schwarze Schaf hin? Du könntest mal das schwarze Schaf hier rein schmeißen. Ist es auch außerhalb? Ja. Und das Rentier hier so und... Ich ach, sehe inzwischen hier so ein Haar außerhalb. Inzwischen ist es nicht mehr schwarz, weil ich es geschert habe.
wie das ausschaut. Für alle, die sich jetzt fragen, was ich gerade mit dem Turtle mache. Hör auf damit, das mag das Turtle nicht. Nein, Logs. Ich führe den Gassi. Ach, du bist den Gassi. Kann dich Gassi führen? Warte. Warte, das will ich sehen. Wie Sota Logs Gassi führt, während Logs das Turtle Gassi führt. Nein. Warte. Verdammt. Gassi-ception. Mach mal. Was ja, zur... genau. Wo ist Logs hin? Huh! Was zur... Wo ist das... Wo ist Logs und wo ist das Turtle? Hä? Ich sehe... Ach, da! Das ist unfair, wenn die mir auf den Bildschirm gucken. Nein, ich will nicht! Das ist auch nicht so schwer, man kann auch genauso gut auf die Map schauen. Ich weiß auch, dass du hier daneben bist. Verdammt. Hab ihn. Alles leckt! Komm! Gassi gehen, komm! Nein! Hui! Komm! Bitte, hilf mir! Was soll ich denn machen? Wow! Ich hab dich weggestoßen. Rechtsklick ist absetzen, ganz sanft, und links ist halt werfen. Okay. Könnte ich eigentlich mich einfach mal, so weg. Nicht eigentlich hat mal mit dem Grasblock zeigen. Rechtsklick, so. Nehmen oder wieder hinsetzen. Schmeiß mal den Grasblock zu mir. Der wird gesetzt. Ach so, den kannst du nicht werfen. Ja doch. Hui. Boah, wohin? Wohin auch er immer fliegt, da hinten wird er landen und du halt hast ihn ins Wasser geschmissen. Das Ding ist echt so gegangen. Weit? Ja. What the fuck? Skeletti? Okay, das genau, ist nimm du mal. Dann kann ich hier. Ja, mit Zombies klappt das sehr gut. Was brauch ich denn noch? Oh Gott. Das ist ein Creeper. Hey. Das ist ein Creeper. Ja, da ich jetzt den Mist gebaut habe. Kann ich den eigentlich auch greifen und wegschubsen? Warte mal, Creeper, komm mal her. Hier macht das nichts. Schnell weg. Nein, ist nicht hochgegangen. Da ist ein Zombie bei den Schweinen drin. Ein Zombieschwein. Okay. Ja. Das war schlecht. Genau. Wo baue ich denn die Monsterfalle hin? Wir haben doch ein großes Quarryloch. Nee, ich brauche Strom. Hä? Achso, für die Monsterfalle brauchst du Strom. Hinter unserer Halle hier, warte. Da hinten. Da drunter. Und dahinter. Irgendwo dahin. Hier. Hinter die Halle. Ach doch, ja. Nicht alles immer so nah dran. Baut mal ein bisschen weiter weg. Hier ist sowieso schon so viel los. Bräuchte ich eine externe Stromversorgung? Na gut, ein paar Gehungen mit Thermal und. Na. Wir machen das am besten über Halt, genau, stimmt. Über einen Tesserakt vielleicht wäre gar nicht schlecht. Tesserakt. Ja, der Grinder akzeptiert alle Stromarten. Grinder? Was hast du denn da? Grinder. Der macht die Mobs putz. Tota macht schon wieder Dinge. Wenn der angeschlossen ist, hier vorne ist die Spirale, da werden die Mobs geschlachtet, die Items ach, werden ausgespuckt. Ja. Und akzeptiert Megajoule, EU und KJ. KK, Kilojoule, keine Ahnung. Genau. Okay. Meins. Hallo? Ach da. So die Sand schon. Achso. Hat gerade jemand die Omni-Ranch? Ich hätte echt müsste an der Wand unten hängen. Ah, okay. Wir haben ein neues Haushuhn, gell? Zwei. Wir haben doch zwei neue. Achso. Das sind Fred und George. Kennst du sie nicht? Achso, Fred und George. Okay, nach Soda. Déjà-vu. Ein Fred habe ich schon getötet sehr gehabt. Sehr kurzes Soda. Leben hatte. Stimmt, das weiß ich wieder, was ich noch machen wollte. Wow, Frame Drop. Hallo. Was ist los? Was bist du von mir? Don't be a stranger. Ja. Ach ja, und übrigens, deine Soundkulisse, Sounduntermalung war zum Schreien. Ach so, von der einen Folge. Ja, das war der Hammer. Ihr habt doch einen Schatten-Scratch. Das musste einfach ja, sein. Der war echt gut. Hast du auch das Teil mitgekriegt, als du abgehauen bist mit dem Miep-Miep? Ja. Das musste auch sein. Ach, Wolle, komm. Nein! Wolle. Sota? Ich hab ein flüchtiges Eichhörnchen. Könntest du das einsammeln? Ich eile! Ich will nämlich so. Gras hier reinbringen in das Gehege, damit die Schafe mal wieder Wolle kriegen. Ach, stimmt. Ja, stimmt. Und wo ist es? Ich weiß nicht, das ist ausgebüxt und abgehauen. Hab dich! So. Huch. Zip. Hat's gerade gemacht. So. Ja,
Gell? Genau, da reicht das theoretisch. Brav die Kohle getroffen, warum machst du das nicht mit Minium Stone? Da musst du nichts abbauen. Achso, stimmt. Wer hatte Minium Stone? Wahrscheinlich Sota. Den? Nein, nein, du wolltest den haben zuletzt, das weiß ich noch. Dann ist er im System. Im System, dann hole ich ihn. Warum renne ich da hin, um ihn zu holen? Weil... Aber warte mal, ich glaube, ich baue den... Also im System ist er nicht oder Karten hat die schon? Was? Nein, ich habe bloß einen Shard auf Minion. Ich habe ihn nicht. Hier gebunkert vielleicht? Ach, Sota. Ja, habe ich. Okay. Ja, dann können wir die Folge ja mal kurz beenden. Was? Vielleicht, jetzt vielleicht, schon? Ja. Das sind fast bei 16 Minuten. Alter Schwede. Boah, dann kann ich auch Sota mal ein bisschen lauter stellen. Zeig mal. Ja. Ach, einfach rechtsklick drauf, oder wie? Ja, mit G stellst du ein, was du haben willst. Zum Beispiel nicht Erde, sondern hier will ich Gras. Huch, ich raus. Gras. Okay, coole Sache. Ja, Folge beenden. Genau. Ja. Und bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.